beim Testen haben wir jetzt noch die manuellen Prüfmethoden. Ja? Die manuellen Prüfmethoden sind die einzige Möglichkeit, die Semantik zu prüfen. Nicht? Ein Testfall prüft nur, was im Testfall steht, und er weiß, ob der Testfall richtig ist. Ja? Das wissen wir ja auch nicht. Außerdem ist aufwendig, weil ich Personal dazu brauche und nicht einfach nur einen Rechner laufen lassen kann. Ich muss also Zeit für die manuellen Prüfungen einplanen. Und dabei geht es ja immer darum, etwas, was ein anderer gemacht hat bei den manuellen Prüfmethoden, selbst zu prüfen, ähnlich wie der TÜV. Ja? Wir sehen uns das jetzt genauer durch und nach bestimmten Prüfchecklisten. Und dadurch kann ein psychologischer Druck entstehen. Man muss also vermeiden, gewissermaßen denjenigen, dessen Arbeitsprodukte begutachtet werden, auf die Anklagebank zu schicken und in irgendwie in Verteidigungshaltung zu drängen, sondern es geht darum, Defekte zu finden, nicht Defekte in der Software zu finden, nicht Probleme der Entwickler. So, also das soziale Konfliktpotenzial muss man berücksichtigen. Nur die Arbeit wird begutachtet, die Arbeit der Mitarbeiter wird regelmäßig begutachtet, die Arbeit aller wird begutachtet, nicht nur, den Jüngeren oder weniger Guten, und man sollte möglichst die Manager nicht dazu nehmen, denn die bewerten immer die Personen. Und wir wollen ja nur Fehler finden und nicht Personen begutachten. So, was man hier durchführt, ist im Wesentlichen sogenannte Softwareinspektionen. Wir haben jetzt also einen Überblick. So eine Softwareinspektion besteht daraus, dass zwischen 2, in manchen Fällen auch bis zu 8, obwohl das übertrieben ist, 2 bis 4 ist eigentlich völlig ausreichend, Software oder auch Vorprodukte, wie zum Beispiel den Entwurf oder die Anforderungsdokumente, begutachtet werden. Und zwar ist es normalerweise so, dass die Einzelne sich hinsetzt und diese Dokumente bearbeitet. Und die gefundenen Defekte werden aufgeschrieben, notiert, zum Teil natürlich heute bereits auf dem Rechner, nicht auf einem Stück Papier. Manchmal werden sie jetzt auch schon direkt, es gibt Werkzeuge, mit denen kann ich direkt den Quellcode annotieren mit Fragen. Diese Defekte werden durchgesprochen. Es kann natürlich sein, dass es sich als ein falsch positiv erweist, das heißt also kein richtiger Defekt vorliegt. Das Hauptaugenmerkmal liegt jetzt bei der Inspektion darauf, den Fehler zu identifizieren oder Defekte zu identifizieren oder auch nur Schwachpunkte zu identifizieren. Die Lösung macht derjenige, der es verbrochen hat. Ja? Also die Lösung des Problems ist nicht Aufgabe des Inspektionsteams, sondern sagt lediglich, hier scheint mein Fehler oder ein zu sein. Das ist dann ein strukturierter Prozess und da gibt es Rollen und Formulare und Prüflisten und Perspektiven. Das werden wir gleich sehen. Am Schluss eines solchen Softwareinspektionen tut man auch manchmal noch den Prozess nochmal kurz sich vornehmen, um zu sehen, ob noch Verbesserungen notwendig sind im Prozess selbst, zum Beispiel in den Inspektionslisten. Wir müssen auch in Zukunft auf folgenden Punkt achten oder auf folgenden Punkt nicht mehr achten. Es gibt jetzt 3 verschiedene Arten von Inspektionen, Inspektionstypen. Muss ich das noch einschalten? Oh, das ist ja blöd. Und zwar, wir fangen an mit den Durchsichten, im Englischen Walkthrough. Das ist ganz informell, das heißt, ein Entwickler führt einen oder mehrere Kollegen durch das Dokument durch, zum Beispiel den Code oder den Entwurf. Die Kollegen stellen Fragen und machen Anmerkungen und sagen, könntest du das nicht so machen oder ich verstehe das nicht oder warum ist das so? Und das nennt man deswegen Walkthrough oder Durchsicht, weil der entsprechende Entwickler oder Entwicklerin eben durch das Arbeitsprodukt selbst hindurch leitet. Und die anderen schauen gewissermaßen nur zu. Ja. Aktiver werden sie schon bei der Überprüfung. Da wird der Entwickler nicht mehr hinzugezogen, sondern im Review werden mehr oder weniger formalisierter Prozess zur Überprüfung von schriftlichen Dokumenten durch externe Gutachter. Ja? In beiden Fällen ist keine Methodik des Durcharbeitens vorgeschrieben.
Ja, sondern das gibt es erst bei der Inspektion. Bei der Inspektion, da geht man so, wie ich vorhin erwähnt hatte, wie beim TÜV vor. Da wird eben dies bestimmte Eigenschaften überprüft, wie beim TÜV. Ja, funktionieren die Bremsen? Ist die Abgasanlage in Ordnung? Sind die Lichter richtig eingestellt? Funktioniert der Blinker und so weiter? Es gibt die Sprünge in der Windschutzscheibe und so weiter. Inspektionen gehen genauso, allerdings jetzt nicht für Autos, sondern für Software. Und es gibt dazu sogar Prüflisten, die ziemlich länglich werden können, die einem sagen, sieh nach, ob das der Fall ist, sieh nach, ob das der Fall ist, sieh nach, ob das der Fall ist. Hier oben wird noch ein bisschen gequatscht, können Sie vielleicht nachher machen. Ja? Weil heute haben wir wirklich viel zu sagen. So, die Inspektion, eine formale Qualitätssicherungstechnik, bei der Anforderung, Entwurf oder Code eingehend durch eine vom Autor verschiedene Person oder eine Gruppe von Personen begutachtet werden. Zweck ist das Finden von Fehlern, Verstößen gegen Entwicklungsstandards oder anderen Problemen. Das ist also Übersetzung eines ANSI-Standards. Das ist die Inspektion. Moment, das muss ich schnell schauen, was ich überspringen kann, soll. Okay. Vor- und Nachteile von Inspektionen. Vorteile sind natürlich anwendbar auf alle Softwareprodukte, Spezifikationen, Entwürfe, natürlich auch Code und selbstverständlich auch die Testfälle. Jederzeit und frühzeitig durchführbar. Ich muss nicht warten, bis Code fertig implementiert ist. Ich muss nicht warten, bis es ein ablauffähiges Programm gibt und sind sehr effektiv in der industriellen Praxis, weil sie Fehler früh finden. Nachteile, sie gehen natürlich aufwendig von der Hand. Ich brauche Personal dazu. Zeit, die Mitarbeiter eben nicht mit anderen Tätigkeiten beschäftigt sind dadurch erstmal teuer. Statisch ist klar, wir inspizieren, wir lassen keinen Code ablaufen. Diese Inspektionen wurden bereits in den 70er Jahren eingeführt, haben sich als sehr effektiv erwiesen. Meistens werden etwa 50% aller entdeckten Fehler werden schon in Inspektionen gefunden, bis zu 90% aller Fehler. Die Faustregel ist, dass man 50-75% bei Entwurfsfehlern durch Inspektionen findet. Sie wissen vielleicht, dass vor einigen 10 Jahren vielleicht Software von der Firma Microsoft sehr unzuverlässig war. Sie mussten quasi ihren Rechner jeden Tag mindestens 2-mal neu starten und bestimmte Anwendungen sind auch mehrmals am Tag abgestürzt. Und es gab aber andere Firmen, die wussten, sie sagten von sich aus, wir verstehen das nicht, denn wir wissen, wie man zuverlässige Software baut. Und das waren die Telekom-Firmen. Die Telekom-Firmen, zum Beispiel AT&T, Lucent und so weiter, hatten ja strenge Vorgaben, wie zuverlässig Software sein sollte, nämlich nicht mehr als 1 Stunde Ausfall in 40 Jahren. Also das Festnetz, das Telefonnetz muss derart starken Zuverlässigkeitsanforderungen genügen, nämlich 1 Stunde Ausfall, nicht mehr als 1 Stunde Ausfall in 40 Jahren. Also nicht in einem Jahr, sondern in 40 Jahren. Und wie haben die das geschafft? Na, die haben das mit Inspektionen geschafft. Da ist die Inspektion ein normaler Bestandteil der Arbeit. Wir haben auch entsprechende Experimente durchgeführt, um zu sehen, wie das Inspektionsteam am besten arbeitet. Daher kommt auch die Aussage, zwischen 2 und 4 Mitarbeiter sind ausreichend für eine Inspektion. Eigentlich reichen sogar 2. 2, die vom Autor unterschiedlich sind, sind schon gut genug. Natürlich finden 4 Leute mehr, 3 oder 4 Leute finden noch ein paar Fehler mehr, aber dafür verzögert sich die Inspektion selbst, weil sie 3 oder 4 Leute warten müssen, bis sie einen Termin haben, um sich am Schluss zu treffen, um die gefundenen Fehler zu besprechen. Okay? Na, jetzt habe ich keine Batterie mehr, dann muss ich so arbeiten. Fehlerbehandlungskosten durch Inspektion versus Testen identifizieren Fehler oft zwischen 1 zu 10 und 1 zu 30. Ja? Also die Kosten, je später man einen Fehler findet, desto teurer wird er. Ein Inspektionsfehler kostet nur 1/30 oder 1/10 eines Fehlers, der im Testen oder im Abnahmetest gefunden wird. Der Return on Investment, natürlich investieren Sie Zeit und damit Kosten und Sie sagen aber, Sie kriegen das 5-fache davon zurück in Kosteneinsparungen am Schluss, wenn die Software eben ausgeliefert werden muss.
Diese Studien sind, wie gesagt, schon aus den 70er Jahren. Die hier ist aus 1976. Es gibt auch neuere, wenn Sie das wissen wollen, aus den 90er Jahren, die eben untersuchen, wie am besten eine Inspektion organisiert ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die fragen danach, was passiert in der Inspektionssitzung und so weiter. Okay, das war... Moment, jetzt geht es noch eins weiter. Aber nicht so. Also warum sind Inspektionen effektiv? Natürlich ist es das Vier-Augen- oder Sechs-Augen- oder Acht-Augen-Prinzip. Je mehr Leute drauf schauen, desto Fehler sehen wir, mehr sehen wir. Die Inspektoren selbst haben Abstand zu der Software. Sie sind nicht betriebsblind wie der Entwickler, das Eigenentwickler, und bringen Erfahrungen ein. Sie wissen, wie ich Ihnen sagte, zuerst gehen die Inspekteure ja her und inspizieren das entsprechende Dokument alleine. Dann trifft man sich in einem Gruppentreffen und bespricht diese Fehler durch oder die potenziellen Defekte. Es muss nicht immer ein Defekt sein, es kann einfach nur eine Schwäche sein. Es kann sagen, es ist das nicht besonders geschickt gemacht oder es ist vielleicht unzuverlässig oder vielleicht einfach nur unvorteilhaft. So macht man das nicht, man schreibt das so oder man benutzt eine Bibliotheksmethode anstelle etwas selbst zu implementieren. Und das führt natürlich auch zu einer gemeinsamen Einsicht. Die Inspektoren lernen voneinander neue Techniken, neue Eigenschaften, die Software haben sollte. Okay, 93. Die Phasen einer Inspektion sehen also so aus, dass Sie zuerst eine Vorbereitung haben. Da wird ein Organisator ausgeguckt, der sagt, ich verteile jetzt die Software, die zu inspizieren ist. Dann erfolgt die individuelle Fehlersuche. Da sitzen die einzelnen Inspektoren vor der Software oder dem Entwurf oder der Anforderung und studieren die. Dann gibt es eine Gruppensitzung. Diese Gruppensitzung, da werden die Fehler besprochen, dann nimmt jeder seine Fehleranmeldungen mit. Dann gibt es eine Nachbereitung. In der Nachbereitung bekommt der Autor die Fehlermeldungen, muss sie korrigieren und macht kurze Notizen darüber, ob sie korrigiert wurden und wie. Dann gibt es auch einen Schritt zur Prozessverbesserung. So, jetzt wollte ich Ihnen natürlich eine Inspektionsliste zeigen. Das, was man in der Inspektion benutzt. Das ist zum Teil recht umfänglich. Muss aber jetzt eins vorspringen. Hat jetzt eben damit zu tun. So sieht das etwa aus. Das ist eine Prüfliste. Erstmal eine Übersicht der Prüfliste, vielleicht eins davor. Nehmen wir an, wir würden in Java programmieren, eine mögliche Prüfliste für Java. Das sagt, schauen wir uns mal Variablen, Attribute und Konstantendeklarationen an, schauen uns Methodendefinitionen an, Klassendefinitionen, Datenreferenzen, Berechnungen, Vergleiche, Kontrollfluss, Ein-Ausgabe, Modulschnittstelle, Kommentare, Codeformat, Modularität, Speicherverwendung, Ausführungsgeschwindigkeit. Ja, das sind, sagen wir mal, schon 14 Punkte in einer Defektklassifikationsliste, aber jeder dieser einzelnen Punkte hat jetzt nochmal Unterpunkte. Ja. Ist klar, dass Sie sich das nicht auswendig lernen müssen, das ist erstens zu lang, zweitens wird das auch in der Praxis so gemacht, dass man sich die Inspektionsliste daneben legt und sagt, so, ich mache jetzt mal die Variablen, Attributen, Konstantendeklarationen durch. Auf was muss ich denn da achten? Worauf Sie achten müssen, ist, wenn den Empfänger einzustecken, würde helfen. Was Sie machen müssen, ist Folgendes. Sind die Variablen, Attribute, Konstantennamen aussagekräftig? Ja, das sind also ihre Namensbezeichnungen. Stimmen die Bezeichnungen und Programmierrichtlinien überein? Gibt es Verwechslungen mit ähnlichen Namen, mit einer Verwechslungsgefahr? Wurde jede Variable jetzt typisiert? Ist der Typ richtig? Ja, das ist schon interessanter. Wurde jedes Attribut in jede Variable korrekt initialisiert? Eigentlich ganz einfach. Das sind die Punkte, die sich für Variablen und Konstanten und Attribute anschauen. Methodendefinitionen. Sind die Methodennamen aussagekräftig, entsprechen sie unseren Richtlinien? Das ist auch schon mal einfach. Stimmen Methodennamen mit den, wird jede Methodenparameter oder vor der Verwendung überprüft? Wenn sie reinkommen, müssen die Parameter eigentlich überprüft werden. Könnte ein Parameter 0 sein, ein Zeiger, ein Objekt? Wird jeder Methodenparameter überprüft? Gibt es mit jedem Return den korrekten Wert zurück? Ja, ist klar, schaue ich mir nach. Gibt es statische Methoden, welche nicht statisch sein sollten und umgekehrt? Ja, das wären zum Beispiel Dinge, die Sie für die Methodendefinition brauchen.
Klassendefinition, geeignete Konstruktoren habe ich natürlich, geeignete Instanzvariablen, kann die Klassenhierarchie vereinfacht werden, das sind Fragen, die man sich bei den Klassen stellt und so weiter. Datenreferenzen, jedes referenzaufende Feld ist das Index innerhalb der erlaubten Grenzen, klar, in Java wird das geprüft, aber vielleicht haben wir im Testfall noch keine solchen Extremfälle gesehen, also schauen wir uns die, überprüfen wir, ob die Grenzen überschritten werden können, das ist natürlich dann erforderlich, dass ich beim Schleifen nachsehe, ob die die Werte, die in die Indexwerte, die vorkommen können, nicht über die Grenzen des Feldes hinausgehen. Für Objektreferenzen, wenn also wenn ich O.M habe, einen Methodenaufruf an ein Objekt O, kann ich immer sicherstellen, dass dieses Objekt nie null ist, denn sonst würde ich einen Fehler bekommen. Okay. Berechnungen, Vergleiche für jeden Boolean-Vergleich, Kontrollfluss für jede Schleife, schauen wir uns vielleicht noch an. Wurde das beste Schleifenkonstrukt benutzt? Eine Vorschleife, eine While-Schleife, eine Until-Schleife, eine For-All-Schleife. Was ist das Beste? Terminieren alle Schleifen? Das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn es mehrere Ausgänge bei einer Schleife gibt, sind die notwendig und werden sie korrekt behandelt. Ja? Also jede Break-Anweisung liefert ihren korrekten Endwert. Und schließlich bei der Switch-Anweisung gibt es einen Default. Sind die Breaks richtig angelegt? Fehlen keine Break-Anweisungen? Okay, so, wie gesagt, wir schauen uns das nicht alles durch. Es ist eher ein Beispiel, wie so eine Prüfliste aussieht. Sie sehen da, Kommentare kommen auch noch dran. Einen geeigneten Kommentar. Manches davon kann Checkstyle übernehmen. Aber Checkstyle kommt ja auch aus der Richtung, dass man sagt, wir haben Inspektionen und Dinge, die automatisch überprüft werden können, sollten natürlich auch automatisch überprüft werden. Formatierung, das geht heute automatisch. Modularität, enge Kopplung bzw. hoher Zusammenhalt. Klassenbibliotheken verwenden, wo es sinnvoll ist. Sie sehen, ist ziemlich lang. Jetzt sind wir aber am Ende. Was sollen Sie sich jetzt für die Klausur merken, ja, wie ich sagte, so eine Inspektionsliste werde ich nicht verlangen, dass Sie das aus dem Gedächtnis wiedergeben können, wäre völlig sinnlos. Aber Sie sollten mir vielleicht, sagen wir mal, einigen wir uns auf drei. Sie merken sich drei mögliche Inspektionsfragen. Ja. Ist mir egal, welche. Aber nicht alle drei gleich. Ja. Also sind die Variablennamen richtig gewählt? Sind die Methodennamen richtig gewählt? Sind die Klassennamen geeignet gewählt? Das wäre mir zu billig, ja. Sie verstehen. Okay, es gibt noch andere Lesetechniken, die überspringen wir aber. Werden dann auch nicht gefragt, ja. So. Wie Sie sehen, bin ich jetzt mit dem Testen fertig. Und immer blöd. Und die Testwerkzeuge haben wir ja schon besprochen. Das heißt, jetzt käme das Kapitel 6. Kapitel 6 ist das Wartungskapitel. Auch das werden wir überspringen. Ich verliere nur ein paar Worte. Im Wartungsprozess die Wartungsphase beginnt nach der ersten Auslieferung. Ja, bitte, Sie hatten eine Frage noch zum vorigen Stoff? Man macht es anders. Man sagt, man sollte nicht mehr als 1 bis 2 Seiten inspizieren müssen, maximal 4. Das ist der eigentliche Inspektionsvorgang, wo Sie einzeln die Inspektion vornehmen. Und dann ist das Treffen. Das wird zwischen 1 und 2 Stunden angelegt. Nach 2 Stunden sind meistens Inspektoren so erschöpft, dass es keinen Sinn mehr macht, weiterzumachen. Ja. Also 1 bis 4 Seiten inspizieren. Wie lange das dauert, sollte auch nicht 2 Stunden überschreiten. Aber man kann natürlich auch Pause machen, denn man ist ja unabhängig von den anderen. Und die Inspektionssitzung selbst 1 bis 2 Stunden. Noch Fragen? So, weiter, also nochmal, weiter zur Wartung, nur ganz kurz. Wann beginnt die Wartung? Wie ich sagte, mit der ersten Auslieferung. Das ist ein bisschen beliebig gelegt, aber sobald der Kunde Software hat, sagen wir sind in der Wartung, selbst wenn es noch Teile gibt, die wir noch entwickeln müssen. Was passiert in der Wartung? Naja, es werden Fehler behoben, Defekte gefunden von den Kunden, von uns dann, von den Entwicklern dann behoben. Es werden
Anpassungen vorgenommen, weil es neues Betriebssystem gibt, neue Bibliotheken gibt, oder aber es werden Erweiterungen durchgeführt, das heißt, die Software wird verbessert in dem Sinne, dass sie neue Funktionalität bekommt. Oder alte Funktionalität kann natürlich auch eliminiert werden, aber meistens kommen neue Funktionen hinzu. Das ist also die Arbeit, die da durchgeführt wird, ist einfach eine partielle Neuentwicklung. Das heißt, sie machen unter Umständen eine neue Anforderungsanalyse, sie machen unter Umständen eine Abänderung des Entwurfs, inkrementell, und sie müssen natürlich Fehler beseitigen und an bestimmten Stellen nachimplementieren, diese Änderungen einfügen. Ist also eigentlich, was wir schon kennen. Es ist nur dabei, hier geht es auch um die Organisation. Und die Abnahme und Wartung ist natürlich auch interessant, wie neue Software installiert wird beim Kunden. Da werden sie sagen, wo ist das Problem? Nicht? Das machen sie permanent, kriegen irgendwelche Anforderungen. Laden sie irgendeine neue Version von einem Internetbrowser herunter oder sowas, ja, wo Sicherheitslücken entdeckt worden sind. Das Installieren ist also kein Problem. Nun, es ist in der Praxis nicht ganz so einfach. Denken Sie dran, Sie hätten eine Banksoftware, die in vielen Filialen installiert werden muss, auf den Automaten installiert werden muss, auf den Dienstgebern installiert werden muss, und das muss alles auf einmal geschehen. Wie macht man das? Ja, es ist nicht so, dass jeder so ein bisschen mal macht der eine, mal der andere aktualisiert. Das funktioniert meistens nicht, sondern das machen Sie so, dass Sie sagen, an einem bestimmten Stichtag, an einem Wochenende meistens, vielleicht auch an einem verlängerten Wochenende mit Ferien, sagen Sie so, und da wird das System komplett neu installiert. Und das dauert unter Umständen einen Tag oder zwei in allen Filialen. Dann wird getestet. Und was passiert dann, wenn es nicht funktioniert? Das ist die nächste Frage. Muss ich also sicher sein, dass das neue System funktioniert, bevor man installiert? Und da gibt es den sogenannten Probelauf. Das heißt, Sie führen einen Probelauf mit, also gewissermaßen einen Parallellauf durch. Das heißt, Sie haben ein riesiges, großes System, ja, sagen wir eine Bank oder eine Fluglinie, und Sie wollen das System auf eine neue Version ändern. Wie machen Sie das Testen? Im laufenden Betrieb geht das offensichtlich nicht. Das heißt, Sie installieren die Software doppelt, die alte und die neue, und machen einen Parallellauf. Das heißt, Sie übernehmen die Buchungen im Altsystem gleichzeitig mit dem neuen System. Das ist extra Arbeit, aber dann haben Sie einigermaßen Sicherheit, dass die neue Systemvariante auch funktioniert und nicht plötzlich Ihre Kunden vor nicht funktionierenden Rechnern stehen. So, das ist alles, was ich hierzu sagen möchte. Da gibt es noch mehr natürlich. Aber jetzt kommt noch ein Kapitel Aufwandschätzung, und dann müssen wir leider auch noch die Prozessmodellierung machen. Ja? Wir haben also, wie gesagt, heute viel zu tun, aber die Aufwandschätzung, die gehe ich jetzt auch relativ schnell durch. Also, die Aufwandschätzung ist eigentlich etwas, was in die Planung gehört. Das heißt, wir sind jetzt von Abnahme, Einsatz und Wartung nochmal zurückgegangen in die Planung. Das ist klar, die Aufwandschätzung macht man in der Planung. Das war aber bewusst so, denn wir können nur schätzen, wenn wir wissen, was alles zu tun ist. Ja? Daher jetzt nochmal ein Rückschritt zur Planung. Und für die meisten gibt es einige Schätzmethoden. Wir schauen uns vor allen Dingen an die Kokomo-2-Methode. Ist eigentlich nur ein Softwarepaket, in dem man ein paar Parameter setzen muss. Ist es eigentlich die unbeliebteste Tätigkeit. Insbesondere für Informatiker, die gewohnt sind, präzise und exakt zu arbeiten. Und jetzt soll ich plötzlich Software schätzen. Ja? Daher kann ich Ihnen nur sagen, Schätzung ist eine Schätzung. Ja? Sie ist nicht exakt. Wir müssen damit rechnen, dass sie mit einem Fehler ist und fehlerbehaftet ist. Aber es hilft nichts, dass wir sagen, ich will das nicht machen. Wenn der Chef zu Ihnen kommt und sagt, gut, der Kunde will das und das, der will diese neue Eigenschaft haben, neue Charakteristik, was kostet uns das? Natürlich will er wissen, was es kostet. Ja? Und da können Sie nicht hergehen und sagen, das kann ich nicht oder das mag ich nicht, das ist mir zu unpräzise. Ja? Sie müssen eine Schätzung angeben, sonst geht er zu einem anderen. Oder einer anderen, die sich traut. Ja? Und Sie werden sehen, die Schätzmethoden sind zum Teil ziemlich hanebüchen, aber das ist alles, was wir haben. Ja?
So, die Wirtschaftlichkeit ist natürlich klar, wie die berechnet wird. Der Gewinn oder der Verlust eines Unternehmens rechnet sich aus einem Einzelprodukt aus dem Deckungsbetrag des Einzelnen mal der geschätzten Menge. Ja, wie viel verdienen wir an dem Einzelprodukt? 10 Euro oder 100 Euro oder 100.000 Euro? Wie oft verkaufen wir es? Einmal. Toll Collect wurde genau einmal verkauft. Ja. Word wird millionenfach verkauft. Ja. Da können Sie natürlich auch aussehen, dass der Deckungsbeitrag mal geschätzte Menge, minus die einmaligen Entwicklungskosten. Ja. Die einmaligen Entwicklungskosten, ist klar, was das ist. Der Deckungsbeitrag ist der Preis minus laufende Kosten. Der Verkaufspreis, natürlich haben Sie laufende variable Kosten, die dadurch entstehen, dass Sie Verkaufsorganisationen bezahlen müssen, dass Sie Vertreter bezahlen müssen, dass Sie Werbung machen müssen und so weiter. Das sind die laufenden Kosten. Sie sehen schon, da kommt einiges, kann auch einiges zusammenkommen. Und damit brauche ich selbstverständlich, wenn ich am Anfang stehe, muss ich wissen, was die einmaligen Entwicklungskosten sind. Und das ist das, um was wir uns kümmern. Denn die einmaligen Entwicklungskosten werden auch bestimmen, wie hoch wir den Preis wählen können müssen. Okay? Also es geht nichts drum herum. So, jetzt kann ich wieder ein paar... Nee, wir sind noch nicht so weit. So, die Entwicklungskosten sind allerdings zunächst mal einfach, denn der Hauptanteil der Entwicklungskosten sind die Personalkosten. Es gibt natürlich noch Kosten für die Rechner und die Softwarekosten, aber die werden normalerweise umgelegt auf mehrere Projekte. Also ist das, die Rechnerkosten, Hardware- und Softwarekosten sind ein bisschen verteilt auf mehrere Projekte, und dann gibt es noch natürlich Dienstleistungen wie Schulungen, Büromaterial, Schulungen insbesondere, ja, Druckkosten, Dokumentation, Reisekosten, wenn die Leute herumfahren müssen. Aber es kommen bei der Softwareherstellung eben keine großen Investitionskosten wie eine Fabrik, ja, wo Sie eine ganze Fabrik, denken Sie, Sie müssten ein Auto herstellen, Sie würden jetzt ein Elektroauto wie à la Tesla aufziehen wollen, ja, dann müssen Sie Fabriken aufbauen und entsprechend Produktionsanlagen kaufen. Und diese Investitionskosten sind sehr hoch. Ja, die entfallen bei uns, die Rechnerkosten sind ja lächerlich dagegen. Okay, so. Methoden zur Kosten- und Terminschätzung gehen meistens davon aus, dass man sagt, dass man eine Produktivität angibt für den einzelnen Programmierer von so und so viel 1000 Zeilen Code pro Jahr oder pro Monat. Und das kann man vielleicht noch rauskriegen, so ohne weiteres. Ja, wie viel Zeilen Code entwickelt denn der Einzelentwickler, wenn er 100% seiner Zeit entwickelt? Oder vielleicht entwickelt er nicht 100% seiner Zeit, aber wir bekommen diese Zahl durch Beobachtung unserer eigenen Entwickler heraus. Aber wir müssen aber noch den Umfang der zu entwickelten Software schätzen. Und das mache ich natürlich genauso in Zeilen Code. Ja. Der geschätzte Umfang kommt jetzt aus den Erfahrungswerten oder aus sogenannten Berechnungsmethoden, sage ich mal. Ja. Und dann ist es nur noch eine Frage der Division. Ja. Sie haben so und so viel 1000 Zeilen Code, da wird üblicherweise der Kommentar nicht mitberechnet, sondern kommentarlosen Codezeilen werden gezählt, dividiert durch Produktivität pro Monat oder pro Jahr. Dann wissen Sie, wie viele Personenmonate Sie einsetzen müssen. Und dann sagen Sie, okay, und in welchem Zeitpunkt muss ich das schaffen? Dividieren Sie nochmal und bekommen, wie groß das Personal ist. Ja? Okay, Personenmonat besteht aus 4 Personenwochen, 5 Personentage und so weiter. In einem Kalendermonat arbeitet also so lange, 160 Stunden, bei einer Produktivität von 3500 Zeilen Code pro Jahr und 10 Personenmonaten pro Jahr ergeben sich 350 Zeilen Code pro Monat. Das ist extrem wenig. Sie sehen, 350 Zeilen Code pro Monat. Aber wenn Sie bedenken, wenn ich alles nur in Zeilen Code übersetze, muss da ja einfließen die Anforderungsanalyse, es muss einfließen der Entwurf, es muss einfließen das Testen. All das kostet Zeit und am Schluss kommt relativ wenig Zeilen Code heraus. Also 2 Zeilen Code pro Stunde. Ja. Klingt extrem wenig, aber wie gesagt, Inspektionen kommen ja auch noch dazu. Die hatte ich jetzt vorhin vergessen. Okay, das ist natürlich eine, sage ich mal, eine sehr niedrige Zahl. Die Firmen, die es schaffen, diese Zahl zu verzehnfachen, zumindest haben natürlich wesentlich geringere Kosten.
So. Also wir nehmen jetzt mal diese Faustregel von 350 getesteten fertigen Quellcode-Zeilen pro Ingenieurmonat. Und das umfasst natürlich die gesamte Ingenieurszeit von alle Phasen bis hin zur Implementierung und Testen. So, hier zum Beispiel, sagen wir mal, wir hätten 21.000 Zeilen Code zu entwickeln. Dann gehen wir so vor, wir haben durchschnittliche Mitarbeiterproduktivität von 3.500 pro Jahr. Teilt es die 21.000 durch 3.500, da kommt also 6 raus. Ich brauche also 6 Mitarbeiterjahre. Oder das heißt, die Entwicklung würde jetzt 6 Jahre dauern, wenn ich eine Person einsetze. Aber wenn ich 3 Mitarbeiter einsetze, dann brauche ich nur 2 Jahre. Manche Leute sagen, die 21.000, die schreibe ich alleine. Ja. Muss ich das Produkt innerhalb von 6 Monaten fertigstellen, sind natürlich 12 Mitarbeiter erforderlich. Aber die Korrelation zwischen Aufwand und Mitarbeiterzahl ist nicht linear. Das heißt, wenn Sie mehr Entwickler einsetzen für ein Projekt, fallen mehr Kommunikationszeiten an. Sie müssen mehr Besprechungen haben, Sie haben mehr Abstimmungsaufwand und das erhöht die Kosten. Wenn Sie weniger Mitarbeiter einsetzen, brauchen die natürlich länger, aber Sie haben auch weniger Abstimmungszeit, weniger Treffen, die abgehalten werden müssen und dadurch sinkt die Zeit. Das heißt, der Entwicklungsaufwand steigt etwas überproportional mit dem Personal. Okay? Nun gibt es wichtige Einflussfaktoren, was die Qualität, Entwicklungsdauer und Kosten betrifft. Da gibt es das sogenannte Teufelsquadrat. Und das sieht so aus. Das sieht etwas so aus, dass man sagen, dieses blaue... Ups, was ist jetzt passiert? Schauen wir mal, ob das hilft. Okay. Ja, dieses blaue Quadrat ist ungefähr, die soll verdeutlichen die notwendige Arbeit. Dann sagt man jetzt, wenn Sie die sehr hohe Qualität wollen, das heißt also hier an dieser Ecke ziehen, höhere Qualität haben, bleibt aber die Fläche dieses Quadrats dessen, was man leisten kann, konstant. Das heißt, die Quantität dessen, was Sie erreichen können, sinkt und die Kosten steigen. Ja? Wenn Sie die Entwicklungsdauer verkürzen wollen, dann ist das ebenso, dass Sie mit dem gleichen Personal, brauchen Sie natürlich mehr Personal, das heißt wiederum, dass die Kosten steigen, eigentlich sinkt dann auch die Quantität dessen, was Sie machen können. Sie wollen einfach alles in einer kürzeren Zeit zu machen, das heißt aber auch meistens sinkt das, was Sie in dieser Zeit leisten können, etwas im Vergleich zum eingesetzten Personal und unter Umständen sinkt dann auch die Qualität. Das heißt, an welche Ecke Sie auch ziehen, es wirkt sich aus auf die anderen Ecken. Wenn Sie jetzt die Produktivität steigern wollen, na gut, dann sinkt unter Umständen die Qualität und die Kosten steigen auch. Also diese 4 Dinge, Qualität, Quantität, Entwicklungsdauer, also Entwicklungsdauer heißt hier, Kalenderzeit, ja, will ich das in 4 Wochen haben oder in 4 Monaten? Wenn Sie die Entwicklungsdauer komprimieren von 4 Monate auf 4 Wochen oder auf einen Monat, dann ist klar, dass die Kosten steigen, weil Sie mehr Personal brauchen, die Qualität eventuell sinkt und Sie doch nicht alles schaffen. Okay, so. Jetzt schauen wir mal, was wir davon behandeln müssen. Nehmen wir Folie 14. Gut, das haben wir eigentlich schon besprochen. Jetzt muss ich zur Folie 28. Wir schauen uns jetzt eine Schätzmethode an, die Schätzmethode Kokomo. Die berechnet die geschätzte Größe aus 22 Einflussfaktoren. Also nicht nur die 4, die wir hatten, sondern gleich 22 Stück. Ja? Die Größe wird übrigens entweder geschätzt in 1000 Zeilen unkommentierten Code, also Kilo Lines of Code,
oder sogenannten unjustierten Funktionspunkten. Das müssen Sie jetzt nicht wissen, was das ist, das haben wir auch nicht besprochen. Unjustierte Funktionspunkte sagt, man nimmt sich die Anforderungen her und berücksichtigt, gibt es eine bestimmte Zählweise, wie man diese Anforderungen mit Funktionspunkten versieht, und diese Funktionspunkte werden dann in der Schätzung benutzt anstelle von Zeilencode. Die Funktionspunkte haben den Vorteil, dass sie unabhängig sind von der Programmiersprache. Ja, während wir hier natürlich Zeilencode in C sind wahrscheinlich mehr als Zeilencode in Java und Assembler noch mehr. Kokomo 2 ist der Nachfolger von einem ursprünglichen Kokomo, das ist nicht so weiter wichtig. Die Schätzformel sieht so aus. Sie brauchen mal wieder die Größe. Ja? Die Größe müssen Sie schätzen. Dann gibt es einen Justierungsfaktor hier, der ist zum Beispiel erforderlich, um auf Zeilencode für eine bestimmte Programmiersprache zu justieren oder auf die Funktionspunkte zu justieren. Das ist ein linearer Faktor. Dann sehen Sie oben, sagen Sie mal Ihrem Nachbar, er macht die ganze Zeit schon SMS oder was immer. Sie meine ich, die sind doch da, oder? Das hat doch keinen Sinn, das können Sie doch verschieben. Lernen Sie gleich mit. Lernen Sie die Formel auswendig, während Sie hier sitzen. Ja, die wird hier mit einem Produkt von sogenannten von Einflussfaktoren, und hier oben sind nochmal Einflussfaktoren, und Sie sehen, dass jetzt in der Hochzahl steht. Das heißt, und diese Zahl ist etwas größer als 1. Das heißt, die Personenmonate, die Sie brauchen, wachsen etwas überproportional mit der Größe, mit der geschätzten Größe. Noch habe ich Ihnen nicht gesagt, wie Sie die Größe schätzen. Ja? Dann schauen wir uns mal diese Einflussfaktoren an, die hier stehen. Hier, die sind multiplikativ und die vergrößern den Exponenten hier ein wenig. Ja? Also 0,01 mal diese Faktoren hier, eine Summe. Okay, schauen wir uns das mal an. Okay, das habe ich Ihnen schon alles gesagt. Skalierungsfaktoren und multiplikative Kostenfaktoren. Cost Drivers. So, gut, das sind die Skalierungsfaktoren, das sind also die, die hier stehen. Ja? Das sind möglichen Skalierungsfaktoren. Da schauen Sie sich her, das sagt einmal Precedentedness. Das heißt, kennen wir diese Art von Produkt schon, haben wir das schon einmal gemacht? Ja? Und da gibt es 5 mögliche Punkte von 0 bis 5, haben wir noch nie gemacht, ist völlig neu, wie zum Beispiel, das haben wir schon viele oftmals gemacht und wir wissen, wie das geht. Entwicklungsflexibilität, da sagen Sie, wenn wir hier flexibel sind, dann kriegen wir hier einen geringen Einflussfaktor. Andernfalls, wenn wir sehr eingeschränkt sind in dem, wie wir unsere Entwicklungsarbeit aufteilen können, wie wir die Prozesse gestalten, dann gibt es gewissermaßen einen Straffaktor von 5 hier. Dann gibt es Fragen dazu, wie wichtig ist die Architektur, wie können wir die Risiken in der Architektur bewältigen. Wie gut ist das Team? Wie hält das Team zusammen? Ja, ist es ein Weltmeister-Team von Seamless Interactions bis zu sehr schwierigen Interaktionen? Und wie reif ist unser Prozess? Und da gibt es bestimmte Fragen zu einem Prozessreifemodell, das wir auch noch nicht besprochen haben. So, aber Sie sehen jetzt, dass es zwischen 0 und 5 sein kann. Das heißt, im besten Fall ist alles 0, im schlimmsten Fall ist alles 5. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 5 ist 25. Das heißt, hier in diesem Ding kommt also unter Umständen hier eine 0 hin, wenn wir ein Weltmeisterteam haben. Und, oder aber 25 mal 0,01. Das heißt also dann 0,256 kommt dieser Beitrag dann heraus. Ja? 0,01, also 0,25 plus das Ding, also käme 1,26 raus. Also sehr vorsichtige, sage ich mal, Änderung an dem Exponenten, aber wohlgemerkt, es ist ein Exponent. Ja? Wir schauen uns dann gleich an, was dabei herauskommt, wenn wir das variieren. So, und jetzt kommen noch die multiplikativen Einflussfaktoren. Also die Dinger hier verlängern die Personenmonate überproportional. Und die verlängern sie linear. Okay? So, Produktfaktoren, Plattformfaktoren, Personalfaktoren, Projektfaktoren gibt es da. Wir haben 17 verschiedene Faktoren. Müssen wir da jetzt auch nicht auswendig lernen, aber schauen uns mal ein paar davon an. Produktfaktoren sind die Zuverlässigkeit. Das ist also ein Qualitätsfaktor. Ja? Je höher die Qualität, die Zuverlässigkeit sein soll, die Größe der Datenbank, die Komplexität,
die erforderliche Wiederverwendbarkeit muss ich die Software so bauen, dass sie wiederverwendbar wird. Dokumentation, Plattformfaktoren, also gibt es Echtzeitbedingungen, die eingehalten werden müssen? Gibt es Bedingungen für die Speicherkapazität? Vielleicht haben Sie ein eingebettetes Gerät, das nur 1 Megabyte Speicher hat. Und daran müssen nochmals alles reinpassen. Ist die Plattform stark wechselhaft? Wecken Sie mal. Gibt es Schwierigkeiten beim Testen, wo die Software nur auf bestimmten Geräten zu bestimmten Zeiten getestet werden kann? Auch das kann natürlich sein, dass es zu wenige davon gibt. Personalfaktoren, wie gut sind die Analysten, die Programmierer, wie kennen wir die Anwendung? Sie sehen schon, es geht ewig weiter. Und wenn Sie das nicht bewerten wollen, ist der Nominalwert voreingestellt immer 1. Ja? 1, Sie können es natürlich hören, 1,5, 0,5 oder so etwas. Ja? So, jetzt schauen wir mal, wie sich das eigentlich auswirkt. Ja? Sagen wir mal, das A habe den Wert 3, das ist der Skalierungsfaktor. Und alle Kostenfaktoren haben den Nominalwert. Das waren also die hier, die wir gerade hatten. So sagen wir, sie haben alle Nominalwert 1. Und dann kommt in der Formel natürlich eine Vereinfachung raus, nämlich dass dieses Produkt hier auch nur 1 ist. Wunderbar. Und dann nehmen wir den Skalierungsfaktoren selbst, die stehen im Exponenten, von sehr niedrig. Dann haben alle den Wert 5. Wie gesagt, dann kommt ein Exponent von 1,26 raus, dann gehen wir in einen extrem hoch, haben alle den Wert 0, da kommt 1,01 heraus, denn so sieht der Exponent aus, ja, das ist der Exponent. Und dann nehmen wir noch einen Wert dazwischen, nämlich wenn alle Dinge 3 haben. Nur um zu sehen, wie sich das auswirkt, ja. Okay, dann setzen wir das also hier ein. Wir bekommen dann natürlich, jetzt variieren wir noch die Projektgröße zwischen 10.000 Zeilen Code und 200.000 Zeilen Code. Schauen wir mal, was das an Entwicklungszeit mir liefert. Ja? Und zwar kommt dabei das hier heraus. Schauen Sie sich einfach mal den Graphen an. Wir variieren also von 10.000 Zeilen Code bis etwa 200.000, 205.000 sind das. Die unterste Kurve ist, wenn diese Skalierungsfaktoren alle extrem positiv sind. Und hier, wenn sie extrem negativ sind, und das ist die Mittellinie, ja, nicht negativ, sondern die Eigenschaften eben den Wert 5 haben. Ja, das ist die Kurve. Ja. Und Sie sehen hier, da kommen schon gewaltige Unterschiede raus. Hier stehen die Personenmonate. Wenn wir uns also jetzt mal so einen Wert dazwischen reingreifen, 100.000 Zeilen Code geschätzt, ja, sagen die einen, die Weltmeisterteams, die sagen, gut, wir schaffen das in, ich würde sagen, 300 Personenmonaten, während der hier dreimal so viel braucht, nämlich 1.000. Ja, oder hier am extremen Ende noch stärker. Sie sehen auch den leicht nicht linearen Anstieg. Je größer das ist, ist nicht nur linear, sondern es kommt zusätzliche Zeit hinzu, verursacht durch die Kommunikationszeiten in den Teams. Gut, da haben wir 200.000, das schaffe ich mit 600 Personenmonaten oder aber mit 2.500 Personenmonaten. Das ist schon ein Faktor 4. Ja? Okay, das sind die Personenmonate. Also, Sie sehen schon, das sind ganz ordentliche Zahlen. 2.500 Personenmonate, dividiere ich mal durch 10, das sind 250 Mann-Jahre, Personenjahre, ja. Das heißt, Sie brauchen, um das zu lösen, in 10 Jahren brauchen Sie ein Team von 25. Und dann brauchen Sie aber noch immer 10 Jahre. Wenn Sie es 5 Jahren brauchen, brauchen Sie 50 Leute. Ja? 50 der schlechteren Art, ja? Dann schaffen Sie das. In 5 Jahren. Okay, gut. So funktioniert das. Und wir wären keine Informatiker, wenn wir das nicht auch noch automatisieren. Das heißt, es gibt eine Webseite, schauen Sie unter Kokomo 2 nach, dann finden Sie eine Webseite, dann können Sie die Dinge eingeben. Müssen wir jetzt nicht durchbesprechen. Also es sind die Precedentedness, wenn Sie sich erinnern, kannten wir das schon von sehr niedrig bis sehr hoch. Sehr niedrig heißt dummerweise Wert 5, ja. Zu sehr hoch, das ist dann 0. Sie geben ein Lines of Code und so weiter. Und geben übrigens noch ein paar Parameter ein. Was hier noch steht, das hat jetzt, gut,
Das hat jetzt mit der Testmethode für Zeilencode zu tun. Ich sage Ihnen jetzt, die Personenmonate kann ich jetzt schätzen, vorausgesetzt, Sie geben mir eine Schätzung, wie viel Code das ist. Aber wie komme ich denn darauf? Ja? Wie man darauf kommt, ist durch eine sogenannte Analogieschätzung, das blätter ich jetzt nicht mehr zurück, ist aber drin, dann können Sie sich das nachlesen und das kann man auch hier ablesen. Sie können zum Beispiel sagen, ich brauche so und so viel Zeilen Code, das müssen Sie angeben, aber ja, davon ist so und so viel modifizierter Code, den es schon gibt. Ja, und so und so viel ist modifizierter Code und so und so viel ist am Entwurf modifiziert. Ja? Wo die Codeänderungen, die Zeilenänderungen auf Modifikationen im Entwurf zurückzuführen sind. Generell sagt man manchmal bei der Analogieschätzmethode, dass man sagt, wir müssen jetzt ein System bauen, das ist so ähnlich wie das, was wir schon mal gebaut haben, aber es ist etwas mehr. Dann sagen sie einfach, gut, wenn wir bei dem so und so viel gebraucht haben, das ist so und so viel 10.000 Zeilen Code, sagen wir 50.000, dann müssen wir nur noch schätzen, wie viel wir zusätzlich brauchen. Wenn wir Code wieder benutzen können, dann können wir das natürlich gesamt abziehen. Dann sagen wir, gut, wie viel davon können wir gewissermaßen ohne Änderung übernehmen und wie viel davon ist geändert und wie viele Änderungen kommen darin vor, dass ich also eine solche Schätzung mache. Ja? Zum einen sage, ist wie das alte, aber ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und damals hat uns das, was weiß ich, 50.000 Zeilen Code gekostet und jetzt brauchen wir vielleicht 10% mehr, 20% mehr. Ja? Das ist eine dieser Analogieschätzmethoden. Die andere Schätzmethode sagt, wie viel Code von einem vorigen Projekt können wir eigentlich übernehmen und wie viel davon müssen wir modifizieren. Ja? Oder übernehmen, unverändert, modifiziert übernehmen oder neu schreiben, diese drei Klassen. Okay, und wie gesagt, das ist das Schwierige am Schätzen. Das fällt Ihnen natürlich extrem schwer, weil Sie noch keinerlei Erfahrung haben. Daher kann man diese Schätzungen eigentlich erst machen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Moment, mal zurückblättern. Ah ja, das wollte ich Ihnen noch etwas Kurzes zeigen bei den Schätzmethoden. Ich bin aber jetzt nicht sicher, ob ich es gleich finde. Muss ich erstmal durchblättern. Ja, genau, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Weil man so schlecht schätzen kann, gibt es eine bestimmte Methode, die heißt die Delphi-Methode. Ja? Und zwar sagt man, gut, wieder wie beim Inspektionsprinzip, mehr Schätzer sind besser als einer. Wir machen eine Schätzung in einer Besprechung, wir sprechen das System durch und sagen dann, jeder gibt eine Schätzung ab, schreibt auf eine Karte plus eine Begründung. Ja. Und dann sagen wir, wo die Werte stark auseinanderliegen, das diskutieren wir. Ja. Warum kommst du drauf, dass das so schnell gehen soll? Oder warum kommst du drauf, dass das 10 Jahre dauern soll? Was sind da Punkte dafür? Welche Schwierigkeiten siehst du oder welche Beschleunigungen siehst du? Und durch diese Diskussion hofft man, dass die Schätzwerte sich irgendwie aneinander angleichen und zum richtigen Wert oder zum nahegelegenen Wert konvergieren. Ja? Wichtig ist natürlich, dass die erste Schätzung unbeeinflusst ist. Also ich schätze das für mich, schreibe das auf eine Karte. Und jetzt gibt es eine Variation dazu, das ist der Planungspoker oder Planningpoker. Da bekommen alle Teilnehmer bereits Karten mit stark ansteigenden Werten. Weil man nämlich gemerkt hat, dass die Leute keine Zwischenwerte angeben. Die geben einfach sehr hohe Werte oder sehr niedrige Werte an. Ja? Also zum Beispiel 0, 1,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 und unendlich. Und Fragezeichen, ich kann ich gar nicht. Jeder Teilnehmer nimmt jetzt so eine Karte, er hat einen Stapel, ja, gehst mal Spielkarte, nimmt seine Schätzung und legt sie auf nach unten. Diese Einheit kann jetzt Stunden sein oder Tage oder Monate, je nachdem, was wir brauchen, oder meinetwegen auch Jahre. Und ich lege zum Beispiel 20 auf und sie legen 5 auf und ein anderer legt 100 auf. Ja? Aber noch verdeckt. Danach decken wir alle Karten auf und diskutieren jetzt diejenigen, die weit auseinander liegen, diskutieren jetzt ihre Schätzungen, warum sie meinen, dass sie es 5 bzw. in 100 Monaten schaffen würden.
Und dann wird dieser Prozess wiederholt und wir wären natürlich auch keine Informatiker, wenn auch das nicht automatisiert wäre. Das heißt, es gibt auch noch Apps dafür. Ich finde das blöd, aber es gibt sie. Die einzelnen Mobiltelefone verbinden sich dann natürlich und sie wählen ihr Wert und andere wählen ihren Wert. Und dann gibt es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo man sagt, so und jetzt aufdecken, dann sehen sie alle Werte. Okay? Planungspoker, holen Sie sich die Apps, wenn Sie wollen. Genau. So, und was soll man jetzt benutzen? Je nach Zeitpunkt und Kenntnis. Je mehr Sie über das System wissen, desto besser ist natürlich die Schätzung. Ja? Für frühzeitige grobe Schätzungen benutzt man diese Analogiemethode. Die hatten wir besprochen, dass ich sage, das System ist ähnlich mit dem anderen. Oder den Planungspoker-Relationsmethode hatten wir jetzt nicht besprochen. Sind die Einflussfaktoren während der Entwicklung bekannt und kann ich die Anzahl Zeilen schätzen, dann benutze ich Kokomo 2. Ja. Die Multiplikatormethode haben wir auch nicht besprochen. Okay, so. Damit haben wir das Kapitel. Mal schauen, ob ich wirklich alles gemacht habe, was ich wollte. Ja, haben wir. Fragen zum Schätzen. Bitte. Das, glaube ich, kann man gar nicht mal sagen. Ja. Also in der Praxis geht man so vor, ehrlich gesagt, dass man sagt, wir machen jetzt mal eine Schätzung. Also ich kenne keine Studie, die das untersucht und es ist sicher sehr, sehr stark firmenabhängig und auch abhängig davon, in welchem Anwendungsgebiet man ist. Also ich bin völlig außer überfragt darüber, aber in der Praxis geht man natürlich so vor, dass man seine Schätzungen verbessert. Ja. Mit im Lauf des Projektes, den man mehr und mehr weiß, da kann man sie verfeinern. Wenn ich also zum Beispiel die Anforderung gemacht habe, dann kann ich schon einigermaßen gut schätzen. Wenn ich den Entwurf schon gemacht habe, dann kann ich noch besser schätzen. Ja. Dann ist auch schon ein Teil der Arbeit geschehen. Ja. Das ist übrigens auch eine Arbeitsmethode, dass man den Anteil schätzt, dass man die Anteile schätzt und man sagt, was ist der Anteil an Entwurfsarbeit, Anforderungsarbeit, Implementierungsarbeit, Testarbeit und auf diese Art und Weise schätzen möchte. Aber da weiß man zum Beispiel, dass diese Methode nicht gut funktioniert, deswegen habe ich sie nicht erklärt. Steht übrigens mit auf den Folien, also ein Merkposten, der sagt, nicht benutzen. Diese Prozentsatzmethode heißt die. Okay, weitere Fragen? Meistens schätzt man zu niedrig. Das ist dummerweise so. Das ist wie beim Flughafen Berlin. So, jetzt kommt tatsächlich das letzte Kapitel. Kapitel Prozessmodelle. Da haben wir noch circa eine halbe Stunde dafür. Was bitteschön ist ein Prozessmodell? Also wir haben da mehrere, die wir besprechen werden. Programmieren durch Probieren, das ist wahrscheinlich das Prozessmodell, das Sie ganz gut kennen. Das Wasserfallmodell haben wir zur Genüge gesehen. Ein V-Modell ist eine Variante des Wasserfallmodells. Prototypmodell müssen wir uns genau ansehen. Iterative Modelle, Synchronisierung, das werden wir wahrscheinlich überspringen. Aber agile Methoden, die wollen wir uns genauer anschauen. Wozu brauche ich ein Prozessmodell? Naja, das steht jetzt nicht auf den Folien. Ein Prozessmodell sagt, wie wir die Arbeit organisieren. Wer was zu welchem Zeitpunkt macht. Das ist ein Prozessmodell. In welchen Phasen teilen wir auf? Wann gibt es Interaktionen? Wann gibt es Entscheidungspunkte? Und Sie kennen jetzt das Wasserfallmodell. Da hatten wir eben diese 6 Phasen etwa, die hintereinander ausgeführt werden müssen. Programmieren durch Probieren ist das hier. Man fängt an, das heißt Programmieren durch Probieren oder auch Code and Fix genannt. Trial and Error, sagen wir, kodieren ein Stück, vorläufiges Programm, dann überlegen wir uns, ob das mit Anforderungen zusammenpasst und vielleicht einen Entwurf nachziehen und testen, Wartung überlegen, das Programm entsprechend verbessern, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben. Dann kann man Code sehr schnell erzeugen, ja? Man muss nicht lange überlegen, hat keine Vorarbeiten, keine Bürokratie, muss keine Dokumentation machen, keine Anforderungsanalyse hinschreiben, all diesen Entwurfkram braucht man nicht. Entwurfsmuster bauen wir ein, wenn sie uns einfallen, wird schon klappen. Ja?
meistens klappt es eben nicht, erzeugt eben schlecht strukturierten Code, weil ich eine unsystematische Vorgehensweise habe, da fehlt die Entwurfsphase. Es gibt keine Anforderungsanalyse, das heißt, möglicherweise bin ich weit davon entfernt von dem, was der Kunde eigentlich möchte. Die Wartung und Pflege ist kostspielig, denn ich bin nicht darauf vorbereitet, es gibt keine Struktur. Die Dokumentation ist auch nicht vorhanden und für Teamarbeit ist das völlig ungeeignet, weil wir haben uns nicht abgesprochen, wie wir die Arbeit aufteilen. Ohne Aufteilung der Arbeit geht halt keine Teamarbeit. Ja? Also das können wir in der Pfeife rauchen. Deswegen und auch aus diesem Grunde hat es dann eben diese Entwicklung dieses Phasenmodells gegeben. Er sagt, wir müssen uns da ein bisschen was überlegen. Nicht? Wenn die Implementierung Mist wird, weil es keine Struktur gibt, naja, dann machen wir halt davor einen Entwurf. Und damit wir wissen, was wir eigentlich bauen müssen, dass wir nicht an der Anforderung vorbei entwickeln, brauchen wir eine Planungs- und Definitionsphase, ist doch klar. Und dann müssen wir natürlich auch noch sehen, ob es stimmt. Ja? Und dann erst kommt Einsatz und Wartung. Das ist die Motivation für den Wasserfall gewesen. Ist uralt, ja? Also über 50 Jahre alt und wird auch gar nicht benutzt. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich das eigentlich Gründen benutze, damit Sie sehen, die einzelnen Tätigkeiten, die Sie ausführen müssen, in ihrer Reihenform. Ja? Dass Sie nicht dauernd Implementierung, Entwurf und Anforderungsanalyse vermischen. Das wird dann später in den agilen Methoden auftreten, dass man immer wieder ein Stück Anforderungsanalyse macht, ein Stück Entwurf und ein Stück Implementierung. Aber ich wollte ja, dass wir das klar separieren können. Das Problem am Wasserfallmodell ist jedenfalls, dass jede Aktivität vollständig ausgeführt werden muss. Ich muss die komplette Anforderungsanalyse machen, dann mache ich den kompletten Entwurf und keine Überlappung dieser Tätigkeit vorgesehen ist. Und das hat halt das Problem, dass es zwar einfach und verständlich ist, aber Benutzerbeteiligung ist nur in der Definitionsphase vorgesehen und wehe, wenn ich da einen Fehler gemacht habe. Dann führt es dazu, dass ich unter Umständen große Mengen nutzlosen Codes erzeuge, weil der Benutzer das gar nicht so will. Ja? Deswegen sagt man, eigentlich kann ich in Gebieten, wo ich neu bin, ein neuartiges System habe, wo ich die Anforderungen nicht genau kenne, ist es ganz gefährlich, die Anforderungsanalyse komplett zu machen, ohne vorzusehen, dass ich sie später nochmal nachkorrigieren muss. Und sie einfach vollständig fertig mache und blind weiter implementiere. Am Schluss kommt eben dann Code raus, den keiner will. Ja, deswegen ist man kritisch gegenüber dem Wasserfallmodell. Es gibt auch keine phasenübergreifende Rückkopplung, also die mehr als zwei Phasen zurückgeht. Es gibt immer nur Zurückkehr von Implementierung zu Entwurf. Aber wenn der Entwurf fertig ist, kann ich nicht mehr zurück in die Anforderungsanalyse. Parallelisierungspotenzial ist auch nicht ausgenutzt. Ich brauche sicher wesentlich weniger Leute für die Anforderungsanalyse, als ich vielleicht für die Implementierung brauche. Und während die Anforderungsanalyse, was mache ich mit den Leuten? Ja? Genau, zwingt zur Spezifikation, zwar genauen Spezifikation von schlecht verstandenen Eigenschaften, zum Beispiel von Benutzerschnittstellen und Funktionen. Das hatte ich schon besprochen. Okay, daher gibt es jetzt Variationen davon. Insbesondere das V-Modell ist noch gar keine so große Variation, denn das V-Modell sagt lediglich, übrigens, wenn Ihnen das bekannt vorkommt, das habe ich wahrscheinlich schon einmal erwähnt, das V-Modell 97, das sagt, wir haben auch noch immer diese Phasen, Anforderungsdefinition, Grobentwurf, Feinentwurf ist hier aufgegliedert, Modulimplementierung, aber wir haben dafür immer einen Test dazu. Bei der Modulimplementierung ist es klar, da ist der Modultest, der kommt erst, wenn implementiert ist natürlich. Den Feinentwurf und den Grobentwurf, die teste ich in sogenannten Integrations- und Systemtest. Da prüfe ich das Zusammenarbeiten der einzelnen Module. Und der Abnahmetest testet natürlich gegenüber der Anforderungsdefinition. Ja? Aber wir haben immer noch diese Phasen. So, und dann gibt es ein neueres V-Modell, das V-Modell XT. Das kann ich jetzt auch nicht besprechen, habe ich auch sonst nie gemacht, aber Sie werden es wahrscheinlich irgendwann mal hören, dass Sie es benutzen müssen. Und zwar, das V-Modell XT ist dasjenige, das bevorzugt benutzt wird bei öffentlichen Aufträgen. Also für die Regierung oder für eine Landesregierung oder die Bundesregierung oder für öffentliche Einrichtungen. Die werden sagen, aber Sie müssen nach dem V-Modell XT vorgehen. Ja, damit Sie nur wissen, dass es gibt. Das V-Modell XT
gibt es einen Standard, der ist sage und schreibe 500 Seiten lang, nur wie man Prozess modelliert, ja. Ist aber auch geeignet für Hardware und Software, kombinierte Entwicklungen. Zum Beispiel das viel genannte Toll-Collect-System ist eines, in dem Hardware und Software gleichzeitig entwickelt werden müssen. Ein Gerät plus die zugehörige Software, das Steuergerät im Laster. Es werden allerdings im V-Modell XT keine Reihenfolgen festgelegt, sondern das ist etwas, was Sie selbst festlegen müssen. Sie können sich also im V-Modell XT Ihr eigenes Prozessmodell schneidern. Da könnte der Wasserfallmodell herauskommen, könnte auch ein agiles Modell herauskommen. Das Einzige, was XT kennt, sind Aktivitäten, die erzeugen was, nämlich Dokumente in der Wirklichkeit oder Ergebnisse heißen bei den Produkte. Das ist das Ergebnis einer Aktivität und die können Sie jetzt, werden sehr viele Aktivitäten angegeben als mögliche Beispiele, ja, und die können Sie jetzt nahezu beliebig zusammenschalten. Sie müssen natürlich Sinn ergeben. Ich kann nicht, wenn ich an einer Stelle ein Vorprodukt brauche, zum Beispiel einen Entwurf, dann brauche ich natürlich den Entwurf. Ich kann nicht dann sagen, der kommt von nichts. Also brauche ich auch eine Aktivität, die das Produkt erzeugt. Okay, so, das ist aber schon alles, was ich über dieses V-Modell XT sagen wollte. Wenn das auf Sie zukommt, dann müssen Sie leider in den Standard schauen. So, jetzt brauchen wir die Prototypmodelle, die sind immer wichtiger. Das sind die Rollen und das, alles dieses Zeugs, merkt sich sowieso keiner. Schaut mal immer nach, ja. So, das Prototypmodell. Prototypmodell ist also geeignet für Systeme, wo man explorativ entwickeln muss. Das heißt, es gibt bestimmte Fragen, die man einfach nicht beantworten kann, es sei denn, man hat es. Man hat das System. Ja? Typischerweise sind solche Entwicklungen, die man im Prototyp braucht, ist zum Beispiel die Benutzerschnittstelle. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine neue, superschöne App machen für irgendwas. Da wissen Sie auch nicht von vornherein, wie kriege ich das jetzt auf den Bildschirm. Auf einen winzig kleinen Bildschirm, auf dem Mobiltelefon, wer weiß, in welcher Reihenfolge ich jetzt die einzelnen Eingaben, Ausgaben organisieren soll. Was macht man? Man baut einen Prototypen dafür. Da ist die Applikationslogik dahinter nur, ja, sage ich mal, nicht vorhanden oder kaum vorhanden, nur damit die Schnittstelle einfach getrieben werden kann oder man zeichnet sich die Dinger per Hand. Das ist übrigens eine gute Methode. Man skizziert die Dinge per Hand auf Blatt Papier und sagt, also erst sieht es so aus und dann, wenn du da drauf drückst, dann kommt dieses Bild raus, ja, und dann kannst du das und das eingeben. Und dann versucht man einige dieser Abläufe gewissermaßen auf Papier durchzusimulieren. Ist auch ein Prototyp, aber ein papierner, ja. Oder aber, es gibt Fragen zu den Funktionen. Was sind die richtigen Funktionen? Bekomme ich die Funktionen schnell genug hin? Dann baue ich natürlich diese Funktionen zunächst. Gibt also der Prototyp als ein funktionsmäßig eingeschränktes System. Ja? Aber es kann helfen, Vertrauen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu erzeugen. Übrigens ein Buch, das ist ja auch sehr ein Klassiker, The Mythical Man Month von einem Frederick Brooks, der IBM 360 System gebaut hat und dort seine Erfahrungen wiedergegeben hat, ist sehr schön zu lesen. Der sagt über Prototypen, plan to throw one away, you will anyhow. Ja, er sagt also, was immer Sie schreiben, ein System, planen Sie dann mal, dass Sie die erste Version wegwerfen. Die ist eh nicht gut genug. Heute heißt es nicht mehr das zweite, sondern das dritte oder vierte System funktioniert dann richtig. Aber den Prototyp, der ist gedacht, dass man ihn wegwirft und neu baut. Der Prozess sieht also so aus, dass es ein Prototypmodell gibt, das sagt, ich muss gewisse wichtige Fragen und Unsicherheiten klären. Wie gesagt, Benutzerschnittstelle oder aber Funktion, ist die Funktion schnell genug? Kann ich sie überhaupt implementieren? Dann baut man genau diese Stellen, diese Dinge. Da gibt es eine vorläufige Systemanalyse, einen prototypischen Entwurf und Implementierung. Da unterscheidet man gar nicht mehr zwischen Entwurf und Implementierung und eine Vorführung oder einen Test, ja? Und er klärt die Fragen. Und danach, nach dieser Vorentwicklung, diesem Prototypmodell, kann man jetzt übergehen, wenn man so will, in ein Phasenmodell oder ein agiles Modell oder etwas anderes. Ja?
Da führt man dann eine geregelte Entwicklung durch. Prototyp Modell 2 sieht anders aus. Das sagt, ich hänge es jetzt auch wieder an Phasenmodell an, damit es deutlich ist, wie es funktioniert. Man könnte jetzt sagen, wir brauchen für die Planungsphase erstmal einen Prototyp für die Benutzerschnittstelle. Ja, gut, dann machen wir an dieser Stelle diesen entsprechenden Prototyp und erst dann schreiben wir in der Planung nieder, wie diese Schnittstelle auszusehen hat. Der Prototyp wird sicher nicht so sein, dass er richtig funktioniert. Ja, wie gesagt, den werden wir wegwerfen. Dann schreiben wir die Anforderungen mit Kenntnis der Erfahrung aus dem Prototypen. Dann können wir auch die Definitionsphase durchgehen, aber eventuell gibt es jetzt hier Probleme für den Entwurf. Das heißt, Sie wissen nicht ganz genau, wie Sie den Entwurf aufteilen sollen. Das ist insbesondere oft die Frage bei verteilten Systemen. Da ist es unklar, wie viel lokal läuft, also auf dem PC oder auf dem Mobiltelefon, auf dem mobilen Gerät und wie viel auf dem Dienstgeber läuft. Das können Sie oftmals nur lösen, indem Sie wieder mal einen Prototyp bauen, natürlich stark abgespeckt und Funktionalitäten ausprobieren, auf der einen oder auf der anderen Seite. Und am Schluss können Sie sagen, aha, jetzt weiß ich, wie der Entwurf aussehen soll und jetzt halten wir den richtigen Entwurf fest. Und dann machen wir die Implementierung. Ja? Also die wichtigen Fragen an der richtigen Stelle durch Prototypen lösen, also klären. Dann gibt es noch das iterative Modell. Das iterative Modell sagt, na gut, dann machen wir den Wasserfall mehrmals, immer nur in Stücken. Und diese Idee ist natürlich auch liegt auch den agilen Methoden zugrunde. Wir machen nicht alles auf einmal, ja, sondern wir entwickeln einen Teil des Systems, prüfen das, führen das vor und dann fügen wir zusätzliche Teile hinzu. Das zeige ich am besten im Bild. Hat natürlich die gleichen Vorteile wie Einsatzgebiete wie das Prototypmodell. Aber hier wird versucht, mehr wiederzuverwenden. Das heißt, wir bauen einen Teil des Systems, aber natürlich dann so und so, dass wir ihn beibehalten können. Dazu gibt es, ich zeige Ihnen, das zeige ich Ihnen am besten am Bild, anstelle den langen Text vorzulesen. Das iterative Modell kann also sagen, hier hinten, wir machen teilweise und wenn ich mit dem nicht zufrieden bin oder nicht fertig bin, dann gehe ich zurück in den Entwurf und wenn ich noch nicht fertig bin, kommt jetzt der Entwurfsteil, den ich vorher ausgelassen hatte. Das erfordert aber, dass ich in der Planung und der Definition alle diese Iterationen bereits vorgeplant habe, denn die Anforderung ist und die Definition ist bereits fertig. Ja? Ich mache also diese zwei Phasen komplett durch, ab gewissermaßen die Prototyp-Iterationen, typischerweise drei oder vielleicht auch vier Iterationen, schon vorgeplant und bohre dann den Entwurf und die Implementierung Schritt für Schritt auf. Eine andere Art und Weise dieses iterativen Vorgehens ist zu sagen, nein, machen wir nicht, das nennen wir evolutionär. Da sagen wir, wir machen auch den gesamten Prozess hier einschließlich der Definition inkrementell. Das heißt, wir planen einen Teil des Systems, definieren den Teil, entwerfen, implementieren, testen und wenn wir nicht fertig sind, dann gehen wir von vorne rein in die Planung und bohren jetzt auch die Planungsdokumente auf, fügen Dinge hinzu. Ja? Also wohl merken, Unterschied zwischen dem evolutionären und inkrementellen Modell ist, dass im inkrementellen Modell die einzelnen Prototypphasen bereits vorgeplant wurden. Ja? Während im evolutionären Modell sage ich, ich plane auch nur ein kleines Inkrement und nicht mehr. Und das werden wir jetzt bei den agilen Methoden wiederfinden. Das ist nämlich unser nächster Punkt. Also das Sprungziel hängt davon ab, wie viel von vornherein geplant ist und wie viel offen gelassen wurde. So. Synchronisiere und stabilisiere, das schenken wir uns. Jetzt gehen wir zu den agilen Methoden. Das Synchronisiere und Stabilisiere ist übrigens das sogenannte Microsoft-Modell. Da gab es ein Buch, das hieß Microsoft Secrets. Da wurde erklärt, wie Microsoft das macht oder zumindest Teile von Microsoft das so machen. Spannender sind jetzt mal die agilen Methoden.
viele Methoden. Sie können so sagen, ungefähr das agile Modell ist eine Konterrevolution gegen den Wasserfall. Was sagt man? Der Wasserfall ist zu inflexibel, erfordert mir zu viel Dokumente, die ich schreiben muss. Wann kann ich endlich mal zu arbeiten beginnen? Das ist im Wasserfall tatsächlich so. Sie müssen unglaublich viel planen und entwerfen, bevor Sie Hand anlegen können und endlich mal lauffähigen Code erzeugen können. Und das agile Manifest ist also die Leute, die sich die agilen Methoden auf die Fahnen geschrieben haben, die arbeiten den Kontrast folgendermaßen heraus. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Ja, also sollen uns nicht nur auf Werkzeuge und Prozesse konzentrieren, also Planungsphasen und so weiter. Laufende Software wichtiger als vollständige Dokumentation. Ja, ich glaube, das könnte jeder unterschreiben. Kundenmitarbeit wichtiger als Vertragsverhandlungen. Ich möchte den Kunden einbeziehen, das ist eine Methode in den agilen Vorgehensweisen. Und wir müssen uns auf Änderungen einstellen, das ist wichtiger als das Verfolgen eines Planes. Ja. Das sind so, können das übrigens auch nachlesen mit zusätzlichen Erklärungen, aber die verstehen sich als wirklich als Konterrevolutionäre. Ja. Bei agilen Prozessen möchte man sagen, möchte ein Minimum an Vorausplanung, ein Minimum davon, die Planung erfolgt überhaupt inkrementell, Prototypmodell lässt grüßen. Ja. Wir vermeiden unterstützende Dokumente, wo sie nicht gefragt sind. Wir wollen dafür aber schnell auf Änderungen reagieren, denn wir wissen, wir müssen auf Änderungen reagieren. Der Kunde kommt immer mit neuen Wünschen daher. Und das müssen wir einbauen können in den laufenden Prozess. Wir können es uns nicht leisten, 3 Jahre zu entwickeln und dann sagt der Kunde, und jetzt müsst ihr noch diese und diese und diese Änderung machen, bevor ich das überhaupt abnehmen kann. Das wollen wir schon von vornherein einfügen können. Erstens, weil der Kunde es will, zweitens, weil der Markt es will, sonst sind wir vielleicht mit unserem Produkt zu lange in der Entwicklungszeit und haben keine Chance mehr. Es gibt mehrere Vorschläge, das zu organisieren. Wir schauen uns die beiden an, nämlich das sogenannte Extreme Programming und das Scrum. Extreme Programming kommt natürlich aus dem Wort Extreme Sports. Da wurde es abgeleitet, Extreme Programming. Und Scrum kommt aus dem Rugby. Wo man ein Scrum ist, wenn sich die Rugby-Spieler so zusammenstellen und den nächsten Spielzug diskutieren. Ja, so daher kommt dieses Wort. So, Praktiken des Extreme Programming. Da gibt es also eine ganze Reihe von Praktiken. Manche davon sind sehr interessant. Manche sind, naja, okay, so wollen wir es machen. 40-Stunden-Woche zum Beispiel. Da müssen wir nicht so viel drüber sagen. Freut sich jeder drüber, wenn das so ist. Aber interessant sind Paarprogrammierung und testgetriebene Entwicklung. Das zeige ich Ihnen genauer. Einen inkrementellen Entwurf durch permanente Umstrukturierung. Das ist im Gegensatz zu dem, was wir vorher immer gelehrt haben. Ich sagte ja immer, wir bauen einen änderungsfreundlichen Entwurf. Sie erinnern sich? Wir sagten ja, wenn Sie einen modularen Entwurf machen, dann überlegen Sie sich, was wahrscheinlich sich ändern wird und das verstecken Sie hinter einer änderungsunempfindlichen Schnittstelle. Ja? Und die sagen jetzt ganz was anderes. Sie sagen, mach nur so viel Entwurf, wie du gerade brauchst, um die gegenwärtig zu implementierende Funktionen zu verwirklichen und nicht mehr. Und wenn der Entwurf dann schlecht war, na gut, dann müssen wir ihn halt ändern. Eine völlig andere Philosophie. Ob man sie schlecht findet oder gut, das überlasse ich jetzt mal Ihnen. Die Behauptung ist, dass das Umstrukturieren eh nicht schwierig ist. Wir sind fast mit der Vorlesung fertig. Da kam jemand. Iterative Planung in kurzen Zyklen, das schauen wir uns nochmal genauer an. Dann ein weiterer Punkt ist aktive Beteiligung des Kunden. Das ist so, dass man sagt, das Entwicklungsteam hat zu jeder Zeit Zugriff auf einen Repräsentanten des Kunden und kann fragen, wenn Fragen auftauchen. Sollen wir das so machen oder so? Sollte die Schnittstelle eher so aussehen oder so? Brauchen Sie die Funktion mit diesen Parametern und mit diesen Parametern? Ja? Da sollte es möglich sein, dass ein Kunde da ist, Kundenvertreter da ist, der diese Fragen sofort beantworten kann, idealerweise am Entwicklungsort. Hat in der Praxis Probleme, weil da muss der Kunde jemanden abstellen, der das tut. Und zweitens, wo bekomme ich die Person her, die fähig ist, diese Fragen zu beantworten? Das ist nicht ganz einfach durchzuführen. Der Punkt hier, fortlaufende Integration, heißt, jeden Tag wird integriert, jedes Mal, wenn Sie ein Modul abliefern, wird integriert und getestet.
täglich, ja? Nicht nach 3 Monaten oder nach einem halben Jahr. Natürlich richtet man sich an Programmierrichtlinien, die haben Sie schon zur Genüge gehört, das brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Gemeinsamen Quelltextbesitz ist auch klar, jeder kann was ändern, solange vorausgesetzt er ist kompetent. Die Anwendungsfälle, die Anwendungsdokumentation sind Karteikarten, natürlich digitale Karteikarten, auf denen werden Anwendungsfälle skizziert, stichwortartig. Das ist alles, was ich in der Anforderungsdokumentation habe. Und in der inkrementellen Entwurf und Umstrukturierung wählen wir uns diese Karten aus und sagen, gut, diese Funktion und diese Anwendungsfall und diesen Anwendungsfall, den implementieren wir als nächstes. Ja? Gut, so, jetzt müssen wir uns Parkprogrammierung, testgetriebene Entwicklung und dieses Ding hier genauer anschauen. Jetzt muss ich noch immer schneller reden. Parkprogrammierung ist eigentlich ganz schick. Parkprogrammierung heißt, es sitzen immer 2 Leute vor dem Bildschirm. Eine Maus, manchmal auch 2, eine Tastatur. Und da gibt es eine gewisse Rollenverteilung, die nennen Sie zum manchmal Fahrer und Beifahrer. Das heißt, einer denkt und führt die Implementierung durch. Der hat also die Maus und die Tastatur, während der Beifahrer über eigentlich eine permanente Inspektion durchführt. Ja, beobachtet und auch manchmal schon proaktiv wird und sagt, als nächstes brauchen wir wohl diese Bibliothek. Da schaue ich schon mal nach, was das war und überwacht. Ergebnis ist, ja, es kommt bessere Qualität heraus, aber die Kosten sind natürlich sehr viel höher. Ja? Wir haben nämlich permanent eine Inspektion oder auch Begutachtung, die ist quasi in den Prozess mit eingebaut, brauchen wir natürlich nachher nicht mehr. Also diese Kompensation. Wenn Sie aber Implementierung und Inspektionen durchführen würden, bekommen Sie in etwa die gleiche Qualität. Also Sie haben die Wahl, entweder Paarprogrammieren oder Einzelprogrammieren mit Inspektionen. Ja, da kommt etwa die gleiche Qualität heraus, das haben wir also in Experimenten nachgewiesen, dass das so ist, aber die Kosten der Paarprogrammierung verdoppeln nahezu die Programmierkosten. Ja, das ist ein erheblicher Kostenfaktor. Um nämlich die 2 Leute programmieren zu lassen anstatt einen, heißt es, um die Kosten zu kompensieren, müssten die beiden doppelt so schnell programmieren wie ein Einzelner. Und das ist ganz schwer zu erreichen. Ja. Und das andere, was man weiß, ist, dass erfahrene Programmierer dadurch eher aufgehalten werden, ohne von der Qualitätsverbesserung zu profitieren. Das heißt, das Paarprogrammieren benutzt man heute eigentlich eher für Unerfahrene. Wenn Sie gerade jetzt aus der Universität ausscheiden würden und Entwicklerarbeiten machen würden, dann wäre es ganz gut, dass Sie zunächst mal im Paar arbeiten. Ja? Das ist also die Idee des Paarprogrammieren. Das nächste ist Integration und Testen. Möglichst zeitnah testen zur Programmierung, aber das wissen Sie bereits, das führen Sie bereits durch mit JUnit und ähnlichen Rahmenarchitekturen, um das Testen zu vereinfachen und zu beschleunigen, auf Knopfdruck testen zu können, jederzeit und ohne großen Aufwand, damit es auch Spaß macht zu testen. Ja? Wir wollen also sagen, also jede Eigenschaft in einem Programm sollte mit mindestens einem Test, wenn nicht sogar mehreren, überprüft werden. Automatisch. Kennen wir schon, müssen wir nicht mehr machen. Es gibt natürlich auch andere Testdaten, wie zum Beispiel Stresstest oder Akzeptanztest. Der Kunde übrigens spezifiziert die Akzeptanztest, die dann das Team entwickelt, implementiert. Diese automatischen Tests haben auch noch eine wichtige Funktion, nämlich in dem Augenblick, wo Sie den Entwurf umstrukturieren müssen. Dann ist die Vorschrift, wenn der Entwurf umstrukturiert ist, müssen die vorher ausgeführten Tests weiterhin komplett und hundertprozentig durchlaufen. Damit ermöglicht es eine sichere Änderung. Ich sagte Ihnen ja, kein vorausschauender Entwurf, sondern nur ein Teilentwurf, der dann natürlich immer wieder modifiziert werden muss. Der fehlende vorausschauende Entwurf wird gewissermaßen durch die Tests kompensiert. Dadurch, dass ich die Tests habe, die immer wieder bei jeder Änderung wieder laufen müssen, was übrigens nicht leicht zu erreichen ist, wenn Sie stark umstrukturieren,
aber dann habe ich wenigstens die Sicherheit, dass bei dieser Umstrukturierung kein Verlust eingetreten ist, in dem Sinne, dass die Software nicht mehr so gut läuft wie vorher. Also Sie sehen, da gibt es radikale Änderungen, aber diese radikalen Änderungen, zum Beispiel kein vorausschauender Entwurf, wird kompensiert. Ja? Oder keine Inspektionen, das wird kompensiert durch Paarprogrammierung. Akzeptanz, das haben wir schon besprochen. So, und jetzt kommt die eigentliche radikale Änderung. Das zeige ich Ihnen am besten am Bild. Das ist die sogenannte testgetriebene Entwicklung. Normalerweise sagen Sie ja immer, ich schreibe erst den Code und dann den Test dazu. Die XP stellt das komplett auf den Kopf. XP sagt, bevor wir eine Funktion testen, schreiben wir die zugehörigen Testfälle, die automatisch ausführbaren Testfälle. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich folgende Situation. Wir haben im grünen Bereich sind wir so, dass wir Software haben und alle Tests, die dafür vorgesehen sind, laufen. Dann sagen wir so, jetzt müssen wir eigentlich eine neue Funktionalität hinzufügen. Ja? Wenn ich eine neue Funktionalität hinzufüge, dann mache ich Folgendes. Ich schreibe zuerst einen Stummel für die zusätzlichen Funktionen, jeweils einen Stummel, der nur den Kopf der Methode angibt, die Parameter und den Rückgabetyp und einen leeren Rumpf. Ja? Dann schreibe ich den Test für diese Funktion. Den ausführbaren Test, als würde die Funktion bereits existieren. Dieser Test wird jetzt, wenn ich ihn laufen lassen würde, ich kann jetzt versuchen zu übersetzen und ihn laufen zu lassen, der würde jetzt scheitern. Dieser Test läuft nicht, denn die Funktionalität ist nicht implementiert. Ja? Dann erst schreibe ich den Anwendungscode. Ja? Also Sie schreiben, konkret gesehen sagen Sie, ich habe eine neue Funktion oder ein Paar oder ein Triple von Funktionen zu schreiben, dann schreiben Sie zuerst den Testcode. Damit dieser Testcode aber übersetzungsfähig ist, müssen Sie natürlich die Methode deklarieren. Das heißt, Sie geben für diese drei Methoden oder zwei nur den Köpfe an und leere Rümpfe. Natürlich bekommen Sie da alles mögliche an Fehlermeldungen, ja, wenn Sie das jetzt übersetzen schon oder durch Checkstyle durchschicken würden, dann würden Sie sagen, da fehlt aber was. Ja. Ist klar, sagen Sie, ich bin ja in diesem Zustand, ich muss jetzt, nachdem der Test steht, erst den Code schreiben. Ja. Das ist übrigens auch eine weitere Methode, einen vorausschauenden Entwurf nicht zu haben. Denn wenn Sie den Test schreiben müssen, bevor der Code steht, müssen Sie über den Entwurf nachdenken. Sie müssen nämlich sagen, welche Methode brauche ich denn eigentlich und welche Parameter sollte sie haben und was ist das Geheimnis, das ich jetzt hinter dieser Schnittstelle, dieser aufgebohrten Schnittstelle verbergen soll. Das heißt also, der nicht vorausschauende Entwurf wird durch mehrere Techniken kompensiert. Eine davon ist eben das Testen bei allen Restrukturierungen und hier das vorausschauende oder das vorauseilende Testen, das Vorauseilen in der Schreiben der Testmethoden. Ja? Das übrigens ist sehr schwer zu lernen. Ja? Die meisten Leute sagen, ja, ich mache testgetriebene Entwicklung. Wenn man dann aber genau hinschaut, tun sie das nur teilweise. Wirklich das durchzuhalten, strikt zu sagen, erst der Test, die Tests, dann erst die Funktion implementieren, ist ziemlich neu für die meisten, die das jemals probiert haben. Okay? Das ist hier dann genau erklärt. Umstrukturierung nimmt man übrigens auch vor an sogenannten faulen Gerüchen oder Bad Smells heißt es. Die ist Voraussetzung dafür, dass man eben diese automatischen Tests hat und sollten immer möglichst einfach machen. Aber das haben wir eigentlich schon besprochen. Ja, die faulen Gerüche wollte ich noch besprechen. Sind sowas wie duplizierter Programmtext, stellen Sie fest. Parallele Vererbungsbäume, sollte man das nicht zusammenführen. Schrotflintenchirurgie heißt, Sie haben festgestellt, dass eine Verarbeitung oder Änderung bedeutet, dass Sie an vielen Stellen flicken müssen. Das ist ein Anzeichen für einen schlechten Entwurf. Umstrukturieren. Oder und das ist ein witziger Punkt ist, wenn die Kommentare zu umfangreich sind, dann ist das ein Zeichen für schlechten Code. Denn der Code ist nicht verständlich. Wenn der Code verständlich wäre, dann hätten Sie keine Kommentare gebraucht. Ja? Oder? Ist doch klar. Verständlicher Code ist das A und O. Und natürlich ist davon JavaDoc nicht
betroffen, denn JavaDoc beschreibt ja, was die Funktion tun soll. Es geht da um die Kommentare, die im Code sind. Funktioniert natürlich in der Praxis nicht. Ne? Denn nach kurzer Zeit werden sie sagen, na gut, dann schreibe ich gar keine Kommentare mehr. Dann kann mir keiner sagen, ich habe schlechten Code geschrieben, weil ich zu viel kommentiere. Also, den Punkt können Sie vergessen. Jetzt muss ich Ihnen noch das Planungsspiel erklären. Planungsspiel nennen die das. Zeige ich Ihnen auch, der Text ist da. Ich kann es Ihnen ganz rasch an diesem Beispiel erklären. Das Planungsspiel in XP sieht so aus, dass Sie immer auf eine Freigabe oder eine Auslieferung zusteuern. Sie haben ja inkrementelle Auslieferung, das heißt, Sie liefern dem Kunden immer wieder eine neue Version des Systems und sagen, probiert das mal aus, ob das schon geht. Ich weiß, wir müssen noch mehr machen, aber hier ist schon eine erste Auslieferung und die sollte auch schon benutzbar sein, wenn auch eingeschränkt. Ja? Um so eine Auslieferung zu schaffen, haben Sie hier vorne eine Auslieferungsplanung, die entscheidet, was zu machen ist in der nächsten Auslieferungsstufe. Da wählen Sie aus den Karten, Sie erinnern sich, die Anwendungsfälle sind dokumentiert auf Karten. Wählen Sie hier aus, dann machen Sie mehrere kleine Iterationen, in denen Sie Schritt für Schritt diese Stücke implementieren. Dazu brauchen Sie auch wieder eine kleine Iterationsplanung. Und am Schluss, in diesem Fall hatten wir 4 Iterationen und sind damit mit der ersten Auslieferung fertig. Das kann sich aber wiederholen. Hier haben wir also auch 5 Iterationen und hier haben wir wieder mal 4 Iterationen. Insgesamt aber 3 Auslieferungen. Ja? So, und jetzt stehen die Kollegen schon da und wollen einen Preis vergeben. Das heißt, ich muss jetzt die Vorlesung abschließen. Ich sage jetzt nur noch eine kurze Diskussion über ein weiteres agile Methode, das ist die Scrum-Methode. Die Scrum-Methode funktioniert genau so. In der Scrum-Methode, mit anderen Worten, haben Sie auch eine Auslieferungsplanung und mehrere Auslieferungsstufen. Und die grünen Dinger hier, die heißen hier Iterationen, die heißen bei Scrum Sprint. Ja? Diese Planungsschritte gibt es in Scrum auch, die finden aber täglich statt. Man trifft sich täglich, hat ein Treffen, in dem man sich übrigens nicht hinsetzen darf, damit es nicht zu lange dauert, nicht zu bequem ist, sondern man steht, diskutiert, was man als nächstes machen will. Das ist die Iterationsplanung. Scrum ist also nichts weiter als ein abgespecktes XP, nämlich das Planungsspiel von XP. Okay, jetzt bin ich fertig.